Ja. Was für eine Art Lieferung hattet ihr bei euch? Was für eine Art Lieferung hattet ihr bei euch? Zwei Wagen voller Feuerstahl von den Haliten. Dazu noch feine Roben und Schmuck aus der Hohen Mark. Hätte uns einen stattlichen Batzen Gold gebracht. Es ist ein Jammer. Die Oger und Bestien scheinen sichtlich Gefallen an euren Waren gefunden zu haben. Wie es scheint, ist eure Ladung mittlerweile über das halbe Land verstreut. Ja, sie schleppen die Güter als Trophäen mit sich herum. Ich möchte gar nicht wissen, was sie mit unseren Kostbarkeiten alles anstellen. Ja. Warum der Umweg durch dieses Land? Warum der Umweg durch dieses Land? Ich bin eine Närrin. Ich war diejenige, die Jen Kai überredete, eine Fahrt durch dieses entlegene Land zu unternehmen. Aber ihr werdet doch sicherlich gewusst haben, dass man in diesen Landen nicht mit Geld, sondern der Waffe handelt. Natürlich. Doch meine Hoffnung darauf, ein wenig Ariafrost zu finden, hat mich verblendet. Ariafrost? Reinstes Aria, die Tränen des Wissens. Fließendes Sternenlicht, das heilige Wasser der Erde, erstarrt zu vollendeten Kristallen. Ariafrost kommt nur an wenigen Stellen der Welt vor, dort, wo ihr Gesicht noch ursprünglich ist. Es ist wunderschön. Man sagt, selbst die Drachen erfreuten sich an seinem Glanz. Nun, in diesem Land ist das Antlitz der Welt in der Tat sehr alt. Es mag sein, dass sich hier tatsächlich noch Ariafrost finden lässt. Ja, das hatte ich gehofft. Doch nun ist alles dahin. Mhm. Ja. Drachen erfreuen sich daran. Ist ja gut, dass wir einen Drachen erschlagen haben, der zufällig Ariafrost dabei hatte. Ja, Staub der Sterne. In Eloni sucht die Freihändlerin Shadira Sonnenlied nach Kristallstaub, den sie Ariafrost nennt. Er soll von großem Wert sein und irgendwo in Eloni zu finden sein. Findet den Ariafrost. Shadira sucht nach dem Ariafrost, reine Aria-Kristalle, die hier in der Sturmfelsen vorkommen sollen. Man sagt, es gibt sie an Stellen, die nur Vögel erreichen können. Oder Drachen. Bringt den Ariafrost zu Shadira. Shadira wird dieses Geschenk sicherlich erfreuen. Mhm. Guten Tag. Also das haben wir jetzt mal schon mal vorweggenommen. Hier, ist dies hier der Ariafrost, von dem ihr spracht? Ist dies hier der Ariafrost, von dem ihr spracht? Bei den Göttern. Es ist wunderschön. Wo habt ihr es gefunden? Nun, wie dem auch sei, ihr besitzt es jetzt. Aber sagt ehrlich, was wollt ihr damit anfangen? Punkt, Punkt, Punkt. Ich meine, es hat ja keinen eigentlichen Wert und ihr wisst es nicht zu nutzen. Ja, ihr wollt es unbedingt haben. Na gut, es sei das eure. Ihr wollt es unbedingt haben, oder? Na gut, es sei das eure. Ah, ich sehe, wir verstehen uns. Selbstredend werde ich euch dafür bezahlen. Es ist mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, und was erhalten wir dafür? Oh, Silber. Hier blieb eine Elfe zurück. Hier habe ich noch einen Läufer gesehen, der Fell hatte. Und was ist mit dir hier jetzt? Was ist dein großes Geheimnis? Wer seid ihr? Euer Befreier, wie es scheint. Mein Name ist Istur. Ihr seid schwach. Ruht euch aus. Nein, muss ihn finden. Nehmt mir die Ketten ab. Wen müsst ihr finden? Meinen Bruder. Scharknar. Er wird sie alle töten. Ja, töten. Er ist besessen. Ein Wesen. Er hat es von jenseits des Todes gerufen. Es frisst seine Träume. Seinen Geist. Es treibt ihn in den Wahnsinn. Er hat schon viele ermordet. Unter dem Band der Kreatur. Nur der Tod kann ihn befreien, ihn erlösen. Ihr müsst euch ausruhen. Keine Zeit. Ihr müsst Scharknar finden. Tötet ihn rasch und nehmt euch in Acht. Sein Tod wird den Dämon freisetzen. Er muss vernichtet werden, ehe er sich einen neuen Sklaven suchen kann. Das Wesen besitzt einen Stein, eine Kugel aus Obsidian, summend, erfüllt mit unheiligem Leben. Dort hinein band er die Träume seiner Opfer.
bringt sie zu mir. Wenn ich den Stein studiere, finde ich vielleicht mehr über diese Kreaturen heraus. Findet Scharknar, geht, beeilt euch, folgt diesem Weg nach Westen, in die Berge, und seht euch vor, er ist ein mächtiger Nekromant, sehr mächtig. Ja, warum seid ihr hier gefangen? Warum seid ihr hier gefangen? Ich bin meinem Bruder Scharknar gefolgt. Ich wollte ihn aufhalten, bevor er wieder Fuß auf besiedeltes Land setzt. Aber diese primitiven Bestien haben mich wie ein Tier hier angekettet. Sie ahnen nicht, welche Gefahr in diesen Bergen auf sie lauert. Ja, neue Quest. Also es fast schon auf Level 7 bringt. Also am Anfang leveln wir noch ziemlich schnell. Der Traumdieb. Istur Asch, ein Gefangener in Enor, und ihm berichtet von Traumdieben, Kreaturen, die von Träumen der Menschen leben. Sein Bruder Scharknar ist von einem solchen Wesen besessen und wahnsinnig. Scharknar muss aufgehalten werden. Der Nekromant und einzige Schüler Isturs ist von einem Traumdieb besessen und wahnsinnig. Nur der Tod kann ihn von dem Wesen befreien. Er befindet sich in den Bergen westlich des Tiermenschenlagers. Ja, da sind ja, wir sofort. Ja, gerade auf dem Weg hin. Hier oben gibt es ja noch mir nach Truhen, die wir plündern können auch. Also hier unten ist nur ein Bär. Und hier oben gibt es noch ein bisschen was. Also einmal eine Truhe. Folgt mir! Einsatzbereit! Befehl verstanden! Alles klar! Und los! So, was ist da drin? Ring der Stimmen und Zauberfeuerschlag. Zauber können wir eigentlich grundsätzlich verkaufen, weil unsere Helden können leider keine Zauber lernen, außer die, die sie sowieso schon können. Oh, und ich sollte auch die Attributspunkte mal vergeben, die ich hier gekriegt habe. Ja, vorwärts! Folgt mir! Hier ist sonst nichts mehr zu sehen. Hier ist nur noch er. Da ist der Bär. Vorwärts! Schnell! Und da ist Scharknar. Sofort! Für den Orden! Vorsicht! Sie sind hier! Auf mein Kommando. Bleibt standhaft! So, der Traumdieb. Sie schlagen zu! Hier, sofort! Schnell! So, das war der Traumdieb. Ja, vernichtet den Traumdieb. Der Tuschschacht hat den Traumdieb freigesetzt. Er muss vernichtet werden, um den Obsidian zu erlangen. Er beutet den summenden Obsidian vom Traumdieb und bringt ihn Istur. Haben wir. Und sonst war ja nichts hier oben. Nö. Das heißt, wir können gerade mal gucken für den nächsten. Ach, brauchen wir Level 7. Aber wir wollen ja erstmal den Fernkampf nicht mehr steigern. Wir wollen jetzt den Bogen steigern und dann vielleicht mal die leichten Rüstungen. Beim nächsten Level up. Und beim übernächsten dann Weißmagie, Lebensmagie. Bis jetzt sind wir ja noch auf keinen Lebenszauber gestoßen. Ich kenne euch. Ja. Hier, ist dies der Obsidian? Ist dies der Obsidian? Das ist er. Dann habt ihr den Dämon bezwungen? Scharknar. Er möge in Frieden ruhen. Lasst uns hoffen, dass dies der letzte Traumdieb war, der von jenseits des Todes zu uns kam. Ja. Quest aktualisiert. Also abgeschlossen, der Traumdieb.
Erfahrungspunkte erhalten. Und das war's auch im Großen und Ganzen. Von ihm keine Belohnung. Brauchen wir auch nicht unbedingt. So, jetzt geht's für uns erstmal zurück nach Graufurt zum Haus des Ordens. Die beiden Nebenquests abschließen, also erstmal dem Zahnbrecher seine Zangen bringen und das Gegengift holen. Ja, da ist Händlerin Waldis. Der Zahnbrecher ist hier unten. Und ja, hier haben wir gestartet. Ah, ihr seid es wieder. Wollt ihr mir jetzt endlich eure Zähne zeigen? Nein, danke. Schade. Habt ihr denn wenigstens mein Eigentum gefunden? Ja, sind dies die Zangen? Sind dies die Zangen, die euch gestohlen wurden? Ja, endlich kann ich wieder Zähne ausreißen. Ihr nehmt diesen Edelstein als Dank. Der bringt euch bei einem Händler sicher ein hübsches Sämmchen. Und wenn ihr einmal einen Eingriff nötig habt, kommt nur zu mir. Ja, da verzichten wir lieber drauf. So, wir können mal versuchen, den Lianoner Fruchtbrand unserem Zwerg hier zu geben. Also ja, jetzt haben wir auch des Zahnbrechers Zangen abgeschlossen. Sag mal, habe ich euch nicht schon mal gesehen? Ihr wolltet mir doch Schnaps bringen. Schnaps aus meiner Heimat. Ja, ich habe hier eine Flasche Lianoner Fruchtbrand. Ich habe hier eine Flasche Lianoner Früchtebrand. Bleibt mir mit dieser Blöre vom Leib. Ich sagte Schnaps aus meiner Heimat. Ja, okay, er will den Lianoner Fruchtbrand nicht. Kann man auch verstehen, wenn er so scheußlich schmeckt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vom Waldis das Gegengift kriegen. Ja, und hier in Graufurt sind echt alle möglichen Leute unterwegs. Vor allem jede Menge Wulfgar-Truppen. Gehört ja Wulfgar das Gebiet. Manche Bürger von Graufurt sind aber auch gut bewaffnet oder tragen wenigstens eine Schaufel. Hi. Seid gegrüßt, Fremder. Leider kann ich euch keine Waren anbieten. Ich warte nun schon seit Tagen auf eine wichtige Lieferung. Mein Lager ist restlos ausverkauft. Von wem erwartet ihr eure Lieferung? Von Flan Gondersen, einem fahrenden Händler. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Vielleicht kann ich ihn finden. Sagt mir, wo ich mit der Suche beginnen soll. Er nimmt gewöhnlich den Weg über Schiel. Möglicherweise ist er dort oder auf einer der angrenzenden Inseln aufgehalten worden. Falls ich dorthin komme, werde ich mich nach ihm umsehen. Ja, dann könnt ihr mir auch keine Wundtinktur geben. Dann könnt ihr mir auch keine Wundtinktur geben? Im Augenblick leider nicht. Erst wenn ich meine nächste Lieferung erhalten habe. Okay. Damit wäre das Thema schon mal vom Tisch. Die Wundtinktur. Findet Flan Gondersen. Flans Lieferung an Waldis ist überfällig. Sein Weg führte normalerweise über Schiel und das Wildland. Findet ihn und fragt ihn nach den Waren. Das konnte eine Weile dauern. Bringt die überfällige Lieferung zu Waldis. Die Händlerin Waldis auf Graufurt wartet auf ihre Lieferung. Wenn ihr sie gefunden habt, bringt sie zu ihr. Ja, und die verwundeten Elfen halten nicht mehr lange durch. Seid gegrüßt.
Du hast nichts Neues mehr zu sagen. Das heißt, wir können jetzt erst einmal wieder in die Elfensiedlung in Eloni. Und ja, bis auf unsere elfischen Truppen haben wir auch nichts mehr. Können jetzt die Arbeiterrunde austauschen. Kämpfer Ishtwar. Ja, nehmen wir den.